Was bisher geschah in Boutique 2, die Nacht des Raben. Aua! Das tat die Feuerwehr. Ja. Wartet mal. Wir gehen mal zur Burg. Ich hoffe, Biff wird da vorne gespawnt. Weil wir müssen ja das Auge reaktivieren. Das nervt mich. Nerds. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Miliz Paladin? Ja, wir wollten eigentlich letztes Mal da hineingehen, also da in die Richtung gehen. Da können wir immer noch hingehen. Denn wir werden uns jetzt erstmal um den Feuerdrachen Feomatar kümmern. Und bevor ich da jetzt irgendwas mache, gucke ich erstmal, ob das Auge auch voller Energie ist. Schon wieder das dritte Mal, dass ich da wieder zurücklaufen musste. Ich glaube, in der letzten Folge sind wir auch zurückgelaufen. Gut. Dann wollen wir uns doch eben um den Feuerdrachen kümmern. Und ja, wir sind jetzt Lernpunkte mit 20 Stück. Wir haben 104 Stärke. Oh, ich bin zu schnell für Biff. Wir haben 20 Lernpunkte, haben 104 Stärke. Wir bräuchten für Innos Zorn, was wir als nächstes bekommen, 140 Stärke. 20. Wir brauchen noch ein bisschen Stärke, so nicht. Das, meine lieben Freunde, werden wir uns auch dann bald holen. Wir müssen mittlerweile 20 Lernpunkte für 5 Stärke aufbringen. Wissen wir ja schon mal, was wir vorhaben. Wir werden uns das mal ein bisschen durchs Minental schnitzeln. Nachdem wir den dritten Drachen hier besiegt haben. Werden wir uns erstmal nicht an der Burg weiter kämpfen, sondern wir werden uns außerhalb ein bisschen bekämpfen, werden alles so mitnehmen, was geht. Nachtsnapper, normale Snapper. Sag mal, Biff, was ist heute los mit dir? Willst du heute nicht laufen oder so? Junge, nee. Komm mal her, so. Noch ein paar Access-Werte, die wir verkaufen können. Ein bisschen Geld, aber Geld haben wir eigentlich genug. Und da ist erstmal Feomatar, der jetzt von uns besiegt wird. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Wer bist du? Mein Name ist Feomatar, und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Meinst du? Ich glaube nicht. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich. Wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben.
So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst ein Schwert, welches von deinem Gott gesegnet wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Das glaubst aber auch nur du! Warte mal, Feomatar, du hast mir ganz schön Leber bekommen. Aha, das war's. Feomatar, 2 Drachenmut, 12 Drachenschuppen, Herz eines Feuerdrachen. So langsam, ich will... Ja, hast du fein gemacht. Finde ich gut. Doch. Okay, da komme ich so nicht hoch. Aber da komme ich hoch. Auf zu springen. So. So. Lederbeutel. Nochmal schwarzes Erz. Nochmal ein Lederbeutel. Ach, mal Alter. Entschuldigung. So, ja. Schauen wir mal, ein bisschen Gold noch sammeln. Wir haben so viele Lederbeutel gefunden. Top. So. Das läuft ja schon mal. Das war Fiomata, der Feuerdrache. Tut mir sehr leid, mein Freund. Tut mir sehr leid. So. Biff. Wo bist du schon wieder? Hey, du Troll. Teleportiere ich mich einmal zur Burg. Und dann, ja. Gebe ich einmal Bescheid. Wer hat die falschen Leute gehört? Todes. Und, ja. Noch mehr ist gar nicht mehr. Wie war das denn schon wieder her? Es spricht sich schon immer so vor mir frei. Bitte. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Ja, sie sind tot. So. Man erzählt sich ja so einiges. Kann also nächste Information holen von Oryx. Hey, du. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt eine sehr weitläufige Eisregion im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn sich einer der Drachen dort versteckt hielte. Der letzte.
Aber wir räumen jetzt erstmal mit Biff auf. Ich habe so etwas keine Zeit. Von den Aufgaben her haben wir ja sowieso alles, ja. Selbst ist der da nicht. Als Feuerwehrgeld tun wir uns gerade schwer gegen Biff. Gegen Fiobata. Wird sich das jemals ändern? Nicht alles glauben, was man hört. Muss ich ja ändern. Meine Meinung will ja keiner hören. Vielleicht kann ich auch kurz im Camp im Clean mit Biff. Und das glaube ich nicht. Biff rennt ja so auf den Gegner zu und kommt nicht mit. Oh nein, 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 oh nein, 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 nein. Aua. Danke. So, erstmal Mana auffüllen. Ein bisschen Leben regenerieren. So. So. Ja, Mana brauchen wir auch noch ein bisschen. Gegen unseren. Da ist Biff. Dankeschön. So. Machen wir uns erstmal um den Schamanen, der da oben im Berg ist. Und dann kümmern wir uns um die Orks hier in der ganzen Umgebung. Und um die Drachensnapper und all sowas. Das werden wir jetzt machen. Wir werden jetzt ein bisschen aufräumen hier. Ja, wir wollen ein bisschen aufräumen. Wir werden ein bisschen leveln. Wir werden ja hoffentlich dann auch schnell mit 140 Stärke hier rumlaufen. Oder auch mehr. Und natürlich dann, natürlich um unsere Stärke zu trainieren, müssen wir natürlich nach Corinnes zurück. Um dort natürlich zu trainieren. Woanders können wir leider nicht trainieren, weil die hier in Minental sind alle zu schwach dafür. Die sagen, nee, das kann ich nicht trainieren. Du bist schon stark genug. So, ich glaube, Biffon dürfte jetzt nicht hinterherkommen. Den Baumstamm da hoch, meine Güte. Wollte ich runterfallen. Als den Baumstamm da hoch. Ich kann ja noch nicht mehr hochspringen, oder? Meine Güte. In das. Halleluja. Meine Güte, was war da jetzt das Problem? Wir müssen hier lang. So. Hier hoch. Da hoch. Jetzt ziehen wir hier das Schwert. Hier gleich eine Höhle haben. So, hier und dann hier. Zack. Da freut sich der Schamane schon. So. Wieder runter, da wieder runter, da wieder runter, da wieder runter. Wirklich, Biff, wo bist du schon wieder? Mit irgendwas kämpfen kannst du ja eigentlich nicht, weil du ja eigentlich nur da einläufst, wo du eigentlich zu mir hinkommst. Wer ist du? Der schon wieder. Mein Spiff. Wisst ihr was? Ich gehe einmal zur Burg. Da bis zum nächsten Tag da einmal und dann muss das ja eigentlich locker flockig gehen mit Biff. Machst du das denn schon wieder her? Sei denn, er ist gerade irgendwo lang gelaufen, wo er noch mehr Ärger wegfällt.
runterfällt oder sonst irgendwas. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Für Innos. Ja, für Innos. Sehr schön, da sei ja. So, Biffy. So, nochmal. Wir haben den ganzen Tag vor uns. Ganz viele Orks und Warge und Snapper und Drachensnapper. Alles wird jetzt gemetzelt. Alles schön viele Erfahrungspunkte sammeln jetzt. Damit wir dann einmal aus dem Minental raus können, uns das alles antrainieren können und dann gehen wir einmal wieder ins Minental, um den letzten Drachen zu töten. Vielleicht schaffen wir es dann so, sogar die ganzen Orks. Miriams Wüste. So, da bin ich wieder. So, dann können wir jetzt weitermachen. Weiter geht's. Also, dann nehme ich dich hin jetzt. So, danke. Mein Mauspad muss weiter. So, danke. So, hoppala. So. Jetzt fühle ich mich besser. Gut. Sehr gut. So. Dann wollen wir mal. Wollen wir da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben? Nämlich da unten bei, wo Diegos Versteck war. Da werden wir uns dann jetzt mit Biff weiter beschäftigen. Weil dort hinten, bei dem zur alten Orkstadt, haben wir nämlich ein schönes Wiedersehen. Aber was heißt schönes Wiedersehen? Das wird erst schönes Wiedersehen, ein schönes Wiedersehen und dann wird das cringy. So. Dann mal speichern, weil wegen Orks. So. Wir haben uns letztes Mal ja schon dumm angestellt da. So. Sind jetzt zwei Orks weniger. So. Okay. Okay, das waren die beiden Orks und die Waage und der Schamane. Schon wieder eins von diesen Biestern. Keine Chance mehr. Sehr gut. Dann haben wir das fertig. Hier bei Diego haben wir nichts mehr, glaube ich. Die Kistenerz stehen hier immer noch. Oh. Gut. Gut, gut, gut. So. Dann, ja. Hier so haben wir alles soweit befreit. Da dürfte... Doch, da steht schon wieder ein Ork. Sehr gut. So. Weiter geht's Richtung Orkstadt. So. So, hier ist alles soweit frei. Aber Orkstadt war hier hoch. Das war
Oder? Nee, das konnten wir hier, hier lang gehen. Konnten wir hier lang gehen? Ah ne, da kommen wir jetzt zum Stonehenge, Entschuldigung. Mal Karte gucken. Ja, da kommen wir zum Stonehenge. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Aber wir wollen ja erstmal im ehemaligen Orkgebiet ein bisschen uns umschauen. Da gab es ja noch einiges, was wir jagen und töten konnten und all sowas. Ich glaube schon wieder viel zu schnell für Biff. Hast du dich gemütlich gemacht, Benji, ja? Das ist schön. So, weil wir gehen nochmal zum Dingslager. Von hier aus. So, das. Genau, hier war ja nichts Besonderes, also müssten wir jetzt wieder. Ja. Den anderen Weg nehmen, verdammt. Biff kann ja nicht klettern. Warum auch immer der nicht klettern kann. Ich hoffe, den haben wir mal in einem anderen Mod, hat man den vielleicht umgeschrieben, dass er klettern kann. Wer weiß, ich weiß es nicht. So, da geht's zur Orkstadt. Guck mal, da steht schon wieder ein Bark. Und da stehen auch schon wieder Orks. Danke. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So. So, das war der Wahl. So. Da ist der Übergang zum Ork zur Orkstadt. Und hier in der Nähe müsste unser guter alter Freund sein. Ach, ein Snapper. Okay, wir heilen uns mal. Oh, ich höre hier sterbende Menschen. Was ist da los? Oh, schon mal. Ah, ich höre sterbende Menschen, ey. Da wurde einfach jetzt. Lass dich doch mal. Oh, genau das hasse ich. Das hasse ich. Ich will nach hinten springen, geht nicht, weil da irgendwas im Weg ist. Entschuldigung. Okay. Die Jungs konnte ich nicht retten. Leider. Konnte ich sie leider nicht retten. Das kann ich wirklich nicht schaffen. Also das, die zu retten, das war schon heftig. Da ist doch ein Ort.
Paladin zwei Hände, Alter. Was ist das hier? Ich habe sowas auch auf die Fresse gekriegt. Paladin zwei Hände, der hat ja nix. Gar nix. Wie sollen die denn gegen Orks kämpfen, wenn die Paladin zwei Hände so schwach sind? Ihr seid Paladine, warum habt ihr keine Erzwaffen? Ich verstehe es nicht, ne? Seid ihr auch alle tot? Ja, die sind auch alle tot. Er braucht Heilung. Den zweiten Drachenzahn habe ich gerade nicht gesehen. Oh, mal heilen. Nee, ist klar. Klar. So, 640. Ich kann mich mit den kleinen Dingen ein bisschen heilen. Ja, es ist ne, Alter. Stufe 40, ne? Und quälen uns hier mit Drachenzähmen rum. Komm mal näher. Hey, du bist alleine, das ist gut. Ja, nee, ist klar. Alter, die haben so wieder so viel Schaden an mir gemacht. Ey. Drachenzähmen sind miese Biester. Ja, wir haben dann Richtung Eisregion, haben wir auch nochmal so viele Drachenstepper. Das macht natürlich Fun. So, hier müssten uns dann auch wieder Drachenstepper entgegenkommen. Ja. Komm her. Alles bei der Drachenstepper. Nein, Biff. Bip, die KI nicht so dumm, wie sie wirklich ist. Versuchen Drachenzähler anzulocken. Und ihr greift die erstmal direkt an. Biff! Das war's mit dir, du Mistvieh. Wo läufst du hin? Jod. Das ist eine Gruppe von 5 Drachensnappern und du willst da jedes Mal so reinrennen, das stimmt denn nicht mit dir. Sind anlocken. Du musst du von der Gruppe trennen und du ballerst da so rein, Alter. So. 2 weniger. So, den nächsten bitte. Komm. Bist du den da vorne? Genau. Wir, Biff. Biff! Auch da. Bist du ein Schwein, Alter. So. Da waren es nur noch 3. Stück. Nächste Direktion. Der da. Hilf, komm mit.
Das geht aber immerhin. Wir können die tatsächlich voneinander trennen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Welcher von den beiden kommt jetzt zuerst? Ist der da? Hilf! Er wählt doch noch den Falschen aus! Oh, geht mir das auf den Sack. Also, warum nimmt er denn den weitesten, der von ihm weg ist? Warum? Ich habe nichts anvisiert. Und Biff ist genauso dumm. Nein, jetzt hat er nicht wirklich da Boah. So. Er hat auch gespeichert, dass ich den letzten gerade getötet habe. So. Biff? Nein, greif ihn doch nicht an, wie dumm bist du. Biff, das ist so traurig. Du hast keinen Schaden an dem Viech gemacht. Biff, du bist so traurig. Ernsthaft, wie kannst du nur so viel Schaden erleiden? Du hast 640 Lebenspunkte, Alter. Und du hast du hast die mittlere Drachenjägerrüstung. Klar. Machen wir das anders. Und nein, du bist so ein Hirn. Hey, das darf man nicht ehrlich. Die KI ist hier so. Alter Schwede. Ich wusste ja, dass die KI extrem problematisch ist, ne? Aber nicht, dass sie so problematisch ist. So, wir speichern mal. Knapphass. Ja, den kriegst du mit One Hit Shot weg, wa? Bei Bit gehen mir die Heiltränke noch aus. Wie kann man nur so ein schlechter Kämpfer sein? So, wir gehen nochmal in den Stollen. Aber auch Drachenstepper drin rumfliegen, Alter. Was ist euer. Ist das euer fucking Ernst? So, jetzt kommt. Minecrawler Warrior. Er sagt auch nicht hier. Komm. Wo ist denn hier eine goldene Schale? Hilf! Meine Güte. Junge.
Okay, Freunde, wir sind jetzt hier auch schon am Ende. Wir werden in der nächsten Folge uns im Stollen weiter umschauen und weiter in der Meantime ein bisschen aufräumen. Ja, wie man sieht, wir haben schon einige Drachen selber besiegt. Auch wenn Biff sich manchmal echt blöd anstellt dabei. Und ja, also Freunde, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt könnt ihr natürlich gerne hier noch, wie gesagt, natürlich die Playlist zum Milizsoldaten Paladin euch anschauen, falls ihr noch was nachgucken wollt. Und natürlich könnt ihr hier oben ein paar die letzte Folge von Age of Empires euch anschauen. Und jetzt, meine Freunde, verabschiede ich mich von euch und sage tschüdle, haut rein, ich bin der Herzog. Bis dann.